Family! Willkommen zum MCDU Multipurpose Control and Display Unit und dem Flypad Tutorial von Airbus A320NX Fly-by-Wire Stable Version. Ich bin Willi Kopter und schauen wir uns das mal genauer an. Wir sind hier in Havanora, haben vorher angeschaut, wie man das Cockpit vorbereitet und die Triebwerke startet und wie man einen Flugplan über Simbrief und Navigraph erstellt. Jetzt setzen wir das Ganze um. Wir fliegen nach Trinidad und Tobago. Ganz am Anfang haben wir das Flypad. Dort haben wir Dashboard, Dispatch, Flight, Performance, Company and Ground. Unter Company können wir Simbrief Username, wie es schon sagt, unser Flypad mit Simbrief verlinken. Hierzu ist wichtig, nicht direkt hier reinschreiben, je nach Buchstaben, den ihr benötigt. Ändert ihr was im Cockpit, macht das außerhalb und benötigt dazu Copy and Paste. Nachdem ihr euer Simbrief Username eingefügt habt, könnt ihr ganz einfach auf Dashboard zurück, From Simbrief und dann Let's euren Simbrief-Daten ein. Was haben wir noch des Weiteren? Wir haben den Dispatch. Dann haben wir durch den Simbrief, wissen wir ja, wie viel Block Fuel wir haben sollen. Dann gehen wir auf Fuel und haben hier ein Review Fuel. Wir können hierüber über den Pad oder über das Standardmenü da oben unser Fuel anpassen. Wir können hier Review Fuel, unser Block Fuel aktuell beträgt 4329 Kilogramm. Das können wir ganz normal eingeben, 4329 Kilogramm. Dann haben wir hier unten drei Zeiten zur Auswahl, Instant, Fast oder Real. Ich nehme mal Real und dann lassen wir den refuelen. Beim OFP hat man, wie gesagt, den Flightplan, den wir schon alles zusammengestellt hat und die Karten nochmal zusammen. Und Payload finden wir leider noch nichts, wie bei Flight. Performance dient dazu, unser Top of Descent herauszufinden, ganz einfach. Current Altitude eingeben und Target Altitude eingeben, dann bekommt man eine Distanz, wo man vom Target mit Descenten zu beginnen soll. Ground habe ich im vorherigen Video, Cockpit Preparation und Stand der Triebwerke auch schon kurz erklärt. External Power, Baggage, Door Forward für Passenger oder Stairs. Also für Jetway oder Stairs und dann Fuelwagen, Tankwagen, Door After, also das Rückdoor für Catering. Dann haben wir noch einen Tag für den Pushback. Zurück, links und rechts. So viel zum Flypad. Jetzt gucken wir uns unser MCDU-Menü an. Das ist ein bisschen komplexer, aber wenn man die Abkürzungen versteht, dann ist es schon sehr viel einfacher. Wir können das auch mit Simbrief verlinken. Das machen wir als erstes. Wir gehen auf MCDU-Menü, dieser Button, klicken auf Options, gehen auf AOC, dann haben wir hier unten Simbrief. Und jetzt, wie gesagt, die Zahl, wo man im Simbrief Flightplan sehen kann. Das ist die Piloten-ID. Dieselbe Zahl kann man hier eingeben. Dann ist der MCDU mit Simbrief verlinkt. Des Weiteren kann man verschiedene Sourcen auswählen, woher die Daten nehmen sollen. Das ATIS kann man hier auswählen. Über die verschiedenen Plattformen, FAA, US Only, über WATSIM, sofern ein Fluglotse das ATIS eingegeben hat, über Pilot Edge oder über IVAO. Dasselbe über das Meta. SIGMET haben wir nicht. Das TAF, die Vorhersage, Forecast. Gehen wir als nächstes in CIDS. Dann haben wir Pack Science. Auf No Smoking. Das kann man so stehen lassen oder ihr ändert das. Gehen wir zurück. Das FMGC. Hier könnt ihr einstellen für das QNH. Oder Altimeter, das Gewicht in welcher Unit, ob Pfund, also LBS oder Kilogramm
und in Fuß noch die Thresholds. Zum Schluss kann man noch den Realitätsgrad einstellen, wie viele Sekunden es für die Alleintime brauchen soll. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist jetzt mal unser Azu. Mit dem Azu bearbeiten wir am meisten. Hier gehen wir zum AOC-Menü und jetzt haben wir hier Init oder Wetter, WX steht für Wetter, nochmal Artis oder Performance wie Weight and Balance. Und hier sehen wir nochmal der Free Text Message, also Received Message oder Send Message. Ne? Unter Init können wir ganz einfach unsere Daten vom Flugplan vom Simbrief einladen. Init Data Request, das machen wir und jetzt hat er das gleich reingeholt. Caribbean 7, Tango Lima Papa Lima to Tango Tango Papa Pampa. FOB 4.3 und wir haben eine ET von 44 Minuten. Dann können wir ins Menü 2 gehen. Doors 2117, GMT 2150. Dann haben wir eine Block Time und eine Fuel Remain von 4.3. Autoland, sofern es funktionieren sollte, mit Experimental funktioniert Autoland. Hier funktioniert er allerdings auch, aber man schlägt ziemlich hart auf. Nicht vergessen für Autoland, Autopilot 1 und Autopilot 2. Wir gehen wieder zurück ins Menü. Wir haben jetzt unser Init eingeladen. Des Weiteren können wir unsere Performance auch gleich reinladen. Refuel, Load und nochmal Payload, Load. Jetzt kommt unser Beta Request. Dazu kann man direkt jetzt eine Anfrage senden an unsere Company von Tango Lima Papa Lima oder Tango Tango Papa Papa. Wir können noch zwei weitere hinzufügen. Kann man hier über das Letter Panel einfach eingeben. Den ICAO Code vom Flughafen. Wir können mit dem Stable Modell auch schon printen. Deshalb senden wir jetzt diese an unsere Company. Dann haben wir hier oben im oben Display unten rechts warten wir bis Company Message kommt. Jetzt können wir sehen, Company Message received. Gehen wir wieder runter. Jetzt können wir hier zurück zum Menü. Und jetzt sehen wir hier Received Message. Klicken wir drauf und jetzt haben wir ein Meta erhalten. Da klicken wir drauf. Das ist das Meta von St. Lucia und das Meta von Trinidad. Jetzt haben wir hier Print. Jetzt klicken wir hier auf Print. Jetzt können wir hier zurück. Und jetzt ist hier der Drucker. Und der druckt jetzt unser Meta. Collect Paper. Jetzt wandert das nichts anders als hier in der Zwischenkonsole von unserem Bottom Panel, damit wir die Angaben schneller ablesen können und einfügen. So viel dazu zum unser Meta ausdrucken über den Printer. Dann gehen wir wieder zurück. Das kann man auch mit dem Artis machen, sofern Daten vorhanden sind. Wir haben hier nochmal eine Taste. Da gehen wir jetzt auch weiter, klicken wir drauf und jetzt sind wir in der Init. Das heißt, er hat From True hat er schon geladen vom AOC-Menü in den Options Init. Jetzt wollen wir noch unser Flugplan im Init einfügen. Das können wir auch ganz einfach mit Simbrief hier Init Request, klicken wir drauf, Init Request. Jetzt Uplink Insert in Progress und jetzt warten wir hier, bis AOC ACT Flight Plan uplinked steht. Und jetzt kann man noch hier die Core-Route einfügen. Tango Lima Papa Lima to Tango Tango Papa Papa. Haben wir hier noch die Command-Route. Gehen wir weiter. Wir haben ja unser Weight and Balance. Dann nehmen wir hier das auch gleich, klicken hier einmal drauf, dann hat er das automatisch ausgerechnet, das wollen wir anfügen und Fuel Planning, okay, Block Firm, Block 2.5. Jetzt hat er hier alles ausgerechnet. Sehr gut. Und jetzt können wir hier zum Flightplan gehen. Jetzt sind wir hier im Flightplan. Jetzt hat sie hier unser Flugplan eingeladen. Allerdings, was wir jetzt noch nicht haben,
ist Departure und Arrival. Dazu klicken wir auf den Flugplan, Departure, Runway 10, okay. Dann hier beim Arrival wollen wir ILS 10. Wir haben No Star, aber wir wissen ja über Curry. Insert. Und jetzt haben wir das. Jetzt können wir das auch noch überprüfen, indem wir zurückgehen. Im mittleren oberen Panel schalten wir auf Plan. Schalten wir hier um auf Plan. Der hat geändert. Jetzt können wir gucken. Wir haben einen Pfeil hoch runter. Jetzt klicken wir den Flugplan durch. Und ja, gehen da Right Turn Out, ne? Und Left Turn in den ILS rein. Weiter zur Überprüfung könnte man hier noch die Karte hervorrufen. Sieht man es noch besser. Und passt. Unser Flugplan, der passt. Den haben wir schön erstellt. Wir haben hier unsere Wegpunkte und auch dementsprechend unsere Höhenangaben. Nicht vergessen, Navigraph, wir haben unsere Abflug- und Anflugcharts, wo dementsprechend die Höhen abzulesen sind, wie auch die Geschwindigkeiten, Transition Altitude und die ILS oder VOR Frequenz. Klar könnte man jetzt hier einen Wegpunkt ausnehmen, Clear, auf den Wegpunkt klicken und dementsprechend dann löschen oder einfügen, was man will. Wir können auch ein Direct sagen, über das Letter Panel eingeben, hier draufklicken, Direct to, oder vielleicht ist der Punkt schon da, dann können wir hier Direct to Curry. Dann haben wir für den ILS Radio und Navigator, nicht vergessen, die ILS-Frequenz hier einzugeben und den Kurs. Wenn man will, kann man das VOR auch noch reingeben. Und dann am wichtigsten sind hier die Performance. In der Performance kann man Transition Altitude eingeben. Es gab es auch schon, dass ich keine gefunden habe von Airports auf den Aircharts oder so. Dann habe ich Standard 10.000. Ansonsten eingeben und die Flaps. Normalerweise sind wir auf Flaps 1 beim Start. Wenn mal die Trimmung auch noch eingeben will, dann nochmal ab. Trimmung mehrheitlich down, 0.5. Und dann kann man das mit der Trimmung eingeben. Für uns noch ganz wichtig: V1, VR und V2. Also View Rotate und V2. Rechnet er uns ganz alleine aus, nachdem entsprechend wir unsere Performance und alles eingegeben haben. Klicken wir einfach auf View 1, dann kommt die Zahl 1:1, View R 1:2 und View 2 ist 1:6. Jetzt haben wir das noch. Jetzt können wir weiter, wir haben verschiedene Phasen, da kommt die Climb-Phase, dann kommt die Cruise-Phase, die Descent-Phase und die Approach-ILS-Phase. Und hier nochmal, nicht zu vergessen, deshalb haben wir hier direkt das Meta. Meta alle 30 Minuten in einem Zyklus von 20 nach und 50 vor. Alles eingeben, das QNH, Temperature, Wind und Direction. Transition Altitude, sofern vorhanden, sonst 10.000 Fuß. Es erinnert einen nur umzuschalten vom Standardluftdruck auf wieder die vorgegebene QNH oder Altimeterzahl. Ne? Und dann haben wir gleich Speed Approach, Minimum Speed Approach und den Barrow oder Radio aus den Navigraph Charts vom jeweiligen Destination Airport. Weiter hatten wir noch Fuel. Kann man hier nochmal ablesen oder im Screen natürlich in diesem Fuel Screen, im unteren mittleren Screen. Dann hätte man noch die Data, kann man hier auch noch alles umändern, umstellen, wie man alles angezeigt haben will. Soweit hier alles über den MCBDU, was ich dazu brauche oder wie ich es dazu benötige. Ich hoffe, ihr seid jetzt
mehr familiär mit dem MCDU und es ist nicht mehr so, was ist das und was kann man da machen. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und dann gucken wir, dass wir da auch noch Antworten dazu kriegen. Vielen Dank fürs Zugucken, verpasst nicht die weiteren Videos. Ich bin Willikopter und man sieht sich hoffentlich in einem Stream, unten verlinkt, auf Twitch oder beim nächsten Tutorial oder Highlight Video hier auf YouTube. Willikopter, die Party peilen.